Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Etappe der Tour de Suisse. 186 Kilometer warten heute auf die Fahrer. Es geht von Fiesch nach Gommiswald. Die Favoriten fürs heutige Rennen sind Ilnur Zakarin aus Russland, Bob Jungels von Luxemburg, also von der Team Quickstep. Ich laber nur Müll. Bauke Mollema aus Holland, Michael Woods, der Kanadier, Alejandro Valverde, Jaron Thomas, Rafael Majka, George Bennett, Marc Soler und Rohan Dennis. Ganz kurzer Überblick für all diejenigen, die es vielleicht wieder vergessen haben, mich eingeschlossen. Wir haben noch 4 Etappen zu fahren. Die heutige sieht also so aus, wie ihr seht. Relativ interessant. 2 Berge, dann flach und dann noch ein kleiner Hügel. Die 7. Etappe ist auch ziemlich bergig, vor allen Dingen gegen Ende. Die 8. Etappe ist eine flache und die 9. ist ein Einzelzeitfahren. Also, noch 2 Etappen für Simon, um Zeit gut zu machen, wenn man so möchte. Und wir sehen uns gleich nach dem Ladescreen. So, da sind wir also. 6. Etappe. Ich mache mal die Musik an im Hintergrund. Heute habe ich an alles gedacht. Und heute habe ich auch daran gedacht, mich mal vorzubereiten auf die heutige Folge. Heute werden wir also die Transfers mal anschauen, die so ja von der Saison 2018 auf die Saison 2019 vor uns stehen. Es ist natürlich noch nicht alles entschieden, während es hier die ersten Attacken des heutigen Tages gibt. Haritz Orbe geht sofort hinterher und jetzt warten wir natürlich noch auf Frodi Simon. Den wollte ich nämlich auch wieder mit in die Gruppe schicken. Bislang ist allerdings von ihm noch nichts zu sehen. Das ist nicht so schön. Haritz Orbe, mit Sicherheit heute auch wieder jemand, der zur Elite gehören könnte. Jetzt kommt Jordi Simon so langsam nach vorne und da gibt es natürlich auch gleich weitere Attacken. Das ist ein sehr gutes Timing, also guck mal, dass du da mithalten kannst. So, jetzt gibt es die Attacke. Giddich versucht es, Fiyu im Feld allerdings keine größere Reaktion. Leider hat Jordi Simon heute eine ziemlich schlechte Tagesform, weswegen dieser Ausreißversuch nicht unbedingt von Erfolg gekrönt sein muss. Wir schauen mal, wie das Ganze läuft. 15. ist Jordi Simon aktuell. 5,5 Minuten Rückstand hat er in der Gesamtwertung auf den Führenden, auf Jaron Thomas. Und es sind unglaublich viele Attacken heute. Unglaublich viele Fahrer versuchen hier wegzukommen. Wir schauen uns gerade mal an, wer es alles ist. Also in der ersten Gruppe haben wir Jan Polank, Machado, Woods, Welten, Van Endert und Igor Anton. Außerdem Haritz Orbe aus unserem Team. Dann Marcinski, Juliensen, Debesay, Moreno, Perichon und Seitz. Dahinter Jordi Simon. Dann kommen José Joaquín Rojas, Mikel Scherel, Giddich und Brice Feuillu. Sutherland und Kraas versuchen es auch. Und dann kommt noch eine Gruppe mit Hindley, Lammertink, Wallgren, Franchini und Lindemann. So, und Jordi Simon hat den Anschluss also jetzt geschafft. Beide unsere Austria-Cars-Fahrer sind also in der Gruppe drin, sowohl Simon als auch Orbe. Ja, und dem Rest können wir eigentlich gerade mal sagen, er soll so ein bisschen nach seiner eigenen Gedöns hier fahren. Ne? So, Spengler, passt mal auf ihn auf. Orbe bleibt hier vorne, du passt auf ihn auf, das geht jetzt natürlich nicht, dann fahren alle für ihn, außer McLay, der passt auf Hutarovic heute auf. Einfach, weil es geht. So, was macht denn Alexander hier da? Der behält einfach die Position, oder? Alex hier greift an, sein Ernst? Okay. Welche Strategie hat denn der Helfer von Dingens sein? Das ergibt keinen Sinn, aber okay. Alles klar. Also, Orbe und Simon sind vorn dabei. Wobei hier sehr viele Fahrer nicht mitführen. Also lassen wir auch mal Simon erstmal zurückfallen. Orbe wäre halt jemand für den Schluss, ne? Muss man ganz klar so sagen. Das hier ist das Schluss. Stück dieses Rennens, also da wäre Haritz Orbe auf jeden Fall einer, der da prädestiniert ist, fast schon. Naja, schauen wir mal. So's. Gehen wir auf die ersten Transfers ein, während dieses sehr spannenden Rennens hier bislang. Also 25 Fahrer jetzt an der Spitze,
bester Mann in der Gesamtwertung, das dürfte sogar Jordi Simon sein, vermute ich mal. 19., 18., ja, und der 15. ist auch mit dabei. Und das ist eben Jordi Simon. Also der ist mit dabei. Ist also der Beste aus der Gesamtwertung vorübergehend. Hier seht ihr nochmal die Namen rechts aufgelistet. Das ist eine ganz schön große Gruppe hier. Zwei Fahrer aus unserem Team sind mit dabei. So. Gucken wir also auf die Transfers, die es in echt so geben wird bei den einzelnen Mannschaften. Fangen wir an mit Ajeu Désert. Wir fangen in der World Tour an und gehen sie mal alphabetisch durch. Die Informationen habe ich wie immer von der Seite 06.live-radsport.ch. Eine relativ verlässliche Quelle, die halt auch eine gute Übersicht bietet, was Transfers angeht. Das muss man ihnen einfach lassen. Und von daher nehme ich diese Quelle jetzt einfach mal und übernehme diese Daten, die dort aufgelistet sind. So, warum übernimmt jetzt niemand hier die Führung? Moreno hat hier irgendwie gar keinen Bock. Aber es ist jetzt nichts in der Sache, dass Jordi Simon jetzt die ganze Zeit alles alleine macht. Das wollen wir so nicht haben. Vielleicht zieht ja Moreno auch noch irgendwann mal vorbei. Das ist jetzt der Fall. Sehr schön. Also bei der Mannschaft Ajeu Désert sind als Abgänge vorhanden. Zum einen Jan Bakelands, dann Rudy Barbier, Cyril Gauthier und Matteo Montaguti. Wobei Cyril Gauthier jetzt nicht so überraschend ist. War der nicht eh schon weg? Nee, der ist von Dingens gekommen, ne? Der ist von Direkt Energie. Ist der dahin gewechselt? So war es gewesen. Stimmt. So war das. Ja. Ja, was kann man dazu sagen? Eigentlich nicht viel. Jan Bakelands, ein bisschen in die Jahre gekommen. Von daher auch nicht so schlimm, dass er jetzt das Team verlassen wird, denke ich mal. Also keine größeren Namen. Als Neuzugänge stehen hier Geoffroy Bouchard, der kommt von der Mannschaft CR4C Roanne. Dann Dorian Gaudon von Cofidis. Oder Dorian Gaudon, ich weiß es nicht genau. Aurélien Paré-Pentré von Chambéry Cyclisme Formation. Und Larry Warboss oder Warbass von Aqua Blue. Also keine populären Abgänge, aber auch keine populären Neuzugänge bei der Mannschaft Ajeu Désert La Mondiale. Junge, ist das hier eine große Gruppe. Ich komme immer noch nicht ganz drauf klar, aber ich finde es schön. Ja, muss ich ganz einfach mal so sagen. Dann haben wir als nächstes die Mannschaft Astana. Die kasachische Mannschaft. Oh, hinten gibt es Attacken. Nee, Welten fällt zurück. Das war keine Attacke, das ist eine Zurückfallung von Welten aus der Gedönsmannschaft hier. Von Brice Fayu, von Perichon, von Fortuneo. So. Also bei Astana gehen wir erstmal wieder auf die Abgänge ein. Oscar Gatto verlässt die Mannschaft. Das ist schon ein durchaus namhafter Abgang. So, und jetzt haben wir hier hinten das Problem mit den Flaschen. Ich hoffe, Yannick Meyer schafft das. Ich vertraue ihm da jetzt einfach mal. Dann Jesper Hansen geht weg. Tanel Kangert wechselt. Auch Riccardo Minali und Moreno Moser verlassen die Mannschaft. Und ebenso Michael Wallgren. Also durchaus bekannte Namen. Jetzt, ja, die Gesichter des Teams gehen nicht. Aber mit Wallgren verliert man auf jeden Fall einen wichtigen Mann, der ja gerade auch in der Saison 2018 nochmal so richtig aus sich rausgegangen ist und da die ersten großen Erfolge hat feiern können. Mit Sicherheit nicht so schön. Da wird man bei Astana traurig sein, dass man diese ganzen Fahrer verliert. Bin ich mir sicher. Dann geht es weiter mit den Neuzugängen der Astana-Mannschaft. Davide Ballerini kommt in die Mannschaft. Ist ein ziemlich offensiven Giro d'Italia gefahren für Androni dieses Jahr. Und von daher mit Sicherheit eine Verstärkung, denke ich mal. Nö, Gameforce, Driver sind verfügbar, das ist mir egal.
Manuele Boaro kommt von der Bahrain-Merida-Mannschaft. Auch er war sehr, sehr stark. Und jetzt müssen wir kurz mal aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie uns lumpen lassen. Denn es gibt jetzt hier Attacken aus der Gruppe raus, die die Bergwertung betreffen. Lindemann greift an. Seitz und Giddich fahren hinterher. Und jetzt greift hier irgendwie gefühlt alles an, was in dieser Gruppe mit dabei ist. Wir machen mal ein eher konstantes, hohes Tempo, würde ich sagen. Oder, ach komm, folg einfach. Folgen wir einfach dem ganzen Spielchen. Dann passt das schon. Ordi Simon setzt sich jetzt also auch ans Hinterrad von für Yu oder probiert das zumindest. Und somit gehen wir hier auch mit rüber über diese Kuppe. Die Bergwertung gewinnt tatsächlich Lindemann und damit führt weiterhin Dani Moreno in der Bergwertung vor Hardy und Lindemann plötzlich auf Platz 3, punktgleich mit Pierre-Luc Perrichon. Das ist ja mal nicht schlecht. Das ist mal eine Ansage. So. Ja, wobei Simon braucht eigentlich jetzt nach wie vor keine Tempoarbeit zu machen. Soll er sich hier einfach mal hinten reinhängen. Passt. Weiter geht's. Also, Boaro haben wir gesagt. Dann Rodrigo Contreras von EMP kommt auch zur Mannschaft Astana. Jonas Gregard von Rival Keramik Speed. Gorka Izagirre und auch Ion Izagirre wechseln beide von Bahrain Merida zu Astana. Meravi Kudus kommt von Dimension Data und Yuri Natarov kommt vom Team Astana City rüber zur Astana World Tour Mannschaft. Also, da sind doch ein paar Namen dabei. Die beiden Izagirres und Kudus mit Sicherheit die bekanntesten, aber auch Ballerini und Boaro sind durchaus Fahrer, wo man sich verbessert. Also man sieht ganz klar, dass Astana in diesem Transferzeitraum so ein bisschen weggegangen ist von von Klassikerspezialisten. Gatto, Moser, Valgren hat man abgegeben und sich dafür mit richtig, richtig guten Klassementfahrern verstärkt. Die beiden Izagirres sind gut am Berg, Kudus ist ein Talent und auch Boaro und Ballerini haben ihre Stärken durchaus bei Anstiegen. Das muss man einfach so sagen. Von daher also Astana spannend, hat sich viel getan. Als nächstes haben wir die Mannschaft Bahrain Merida. Deren Abgänge sind Manuele Boaro, wie wir gerade schon gesagt haben, Nicolo Bonifazio, der lustigerweise zu Direkt Energie wechselt, aber dazu mehr, wenn wir über die Zweitligatransfers reden. So, ich hole schon mal Getränke hier mit Rodi Simon. Lindemann dürfte auch gleich eingeholt sein. Und dann passt das. 6 Minuten 41 ist momentan der Vorsprung. Noch 127 Kilometer bis ins Ziel. Es gibt jetzt noch einen Anstieg der Ohr-Kategorie. Und dann geht es also bergab in Richtung Ziel. Das hier ist das Profil. Das kann sehr, sehr interessant werden. Also eine super interessante Etappe, finde ich. Mir gefällt die Tour de Suisse allgemein saugut. Und so jetzt halt auch wieder bei dieser Etappe. So, weiter geht's. Borut Bosic beendet seine Karriere. Enrico Gasparotto, Gorka und Ion Izagirre, wie wir gerade schon gesagt haben. Ramunas Navadauskas, wobei bei dem noch nicht sicher ist, wo er hinwechselt. Franco Pellizzotti beendet die Karriere. David Peer, weiß man auch noch nicht, wo er hingeht. Und Konstantin Sivtsov beendet ebenfalls seine Profilaufbahn. Das sind also die Fahrer, die Bahrain Merida verlassen werden. Als Neuzugänge stehen fest. Phil Bauhaus, der Deutsche, kommt von Sunweb. Damiano Caruso, Rohan Dennis und Dylan Toynes kommen von der Mannschaft BMC, die ja einen neuen Sponsor bekommen hat. Andrea Garosio kommt von D'Amico Utensil Nord. Marcel Sieberg kommt von der Mannschaft Lotto Soudal. Jan Tratnik kommt von CCC Sprandi Polkowice. Und Stevie Williams kommt von der SEG Cycling Academy. Das sind also die Neuzugänge bei Team Bahrain Merida. Durchaus bekannte Namen dabei, muss man einfach so sagen. Und mit Phil Bauhaus bin ich mal gespannt. Der wird bestimmt eine wichtige Rolle in den Planungen vom Team einnehmen, was Sprints angeht. Die Mannschaft, die bis dieses Jahr noch BMC hieß, wird ab nächster Saison CCC heißen. Das Zweitligateam CCC wird übrigens nicht aufgelöst. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist genau derselbe Sponsor, der beide Teams sponsort.
Da wäre mal die Frage angebracht, wie sieht es denn eigentlich aus, so von wegen Wettbewerbsverzerrung? Ist das nicht eine Gefahr, wenn zwei von CCC gesponserte Teams in demselben Rennen fahren? Was ja durchaus möglich ist, man denkt an den Giro oder an die Polenrundfahrt oder andere Rennen. Also CCC ist ja kein unbeschriebenes Blatt. Kann man mal überlegen. Auf jeden Fall, Abgänge. Jetzt wird es eine lange Liste, also haltet euch fest. Abgänge beim Team BMC, das nächstes Jahr unter dem Namen CCC an den Start gehen wird. Also, Alberto Bettiol, Tom Boli, Brent Bookwalter, Damiano Caruso, Rohan Dennis, Jean-Pierre Drucker, Kilian Franchini, Simon Gerrans, Stefan Küng, Richie Port, Nicholas Roach. Greifen die hier an oder geben die nur Vollgas? Ich glaube, die machen nur inne Vollgas, Vollgas, Vollgas. Glaube ich. Richie Port, Nicholas Roach, Jürgen Röhlands, Miles Scottson, Dylan Toins, TJ van Garderen, Loik Fliegen und Danilo Wiss. Das sind also die Abgänge bei dieser Mannschaft. Und als Zugänge haben wir eine ebenso lange Liste. Also haltet euch fest. Amaro Antunes kommt von CCC Sprandi. William Barta kommt von Hagens Berman Exxon aus der USA. Pavel Bernas kommt von CCC Sprandi. Josef Czerny kommt von Elkov Autor, einem tschechischen Team, soweit ich weiß. Junge, warum gebt ihr denn da hier eigentlich so Vollgas? Das ist ein Hor-Kategorieberg, Alter. Ist euch schon bewusst, oder? Wir sind alle dem Untergang geweiht. Das ist doch nicht normal, was die hier veranstalten. Ich will mich doch verarschen hier. Maczynski gibt gerade richtig Dampf. Naja, wer kommt noch? Victor Della Pate kommt von Movistar. Dann kommt Stefan Denefel aus der Mannschaft Aqua Blue. Simon Geschke wechselt von Sunweb zur CCC-Mannschaft. Kamil Gradek kommt von CCC Sprandi. Jakub Mareczko kommt von der Mannschaft Vilje Triestina. Lukasz Ovzian kommt von CCC Sprandi. Serge Pauls wechselt von Dimension Data zur CCC-Mannschaft. Simon Sanyok kommt von CCC Sprandi. Michael Schlegel, CCC Sprandi. Laurenz Tendam wechselt von Sunweb dorthin. Gies van Höcke kommt von Lotto NL Jumbo. Guillaume von Kersburg kommt von Wanty Group Gobbert und Lukasz Wiśniewski kommt von der Mannschaft Sky. Also man hört's, wenn man die Namen kennt oder wenn man einige von den Namen kennt, die Mannschaft legt so ein bisschen den Versuch bei Grand Tours vorne dabei zu sein ab und versucht stattdessen vor allen Dingen auf Klassiker zu gehen. Ich denke, das kann man so zusammenfassen. Ganz interessante Entwicklung, die durch den neuen Sponsor da in der Mannschaft zu sehen ist. So, schauen wir mal ganz kurz aufs Rennen. 11 Kilometer sind es noch bis zum Gipfel dieses Ohr-Kategorie-Anstieges. 80 Kilometer sind es noch bis ins Ziel. Und das Tempo ist unglaublich hart. Und wir müssen schauen, dass wir dranbleiben. Anders als Juliensen, der ist bereits zurückgefallen, kann dem Tempo nicht mehr folgen. Und wer will es ihm verübeln? Das Tempo ist brutal. Also wirklich extrem. Und Michael Wallgren verschärft es gerade noch. Ja, der Däne, dem macht das wahrscheinlich hier nicht so viel aus. Der hat wenig Probleme mit hohem Tempo. Jetzt Dani Moreno, Führender in der Bergwertung, der hier vorne ist. Und auf die nächste Mannschaft gehen wir dann ein, sobald wir in der Abfahrt sind. Denn das hier ist einfach gerade zu hart. Und ich fürchte auch, dass Jordi Simon das Tempo nicht auf Dauer durchgehen kann. 6 Minuten Vorsprung haben sie noch. Also eben auch Simon, aber das ist zu hart. Der kann das Tempo niemals durchhalten bis oben hin. Jetzt fällt Wallgren zurück und auch Krass fällt zurück. Und ich glaube, als nächstes muss Simon hier reißen lassen. Das klappt einfach nicht. Ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen hier. Debesay fällt zurück. Simon und auch Haritz Orbe. Beide fallen sie jetzt zurück. Unsere beiden Spanier. Das ist ultra hart. Hindley, Maczynski, Feyu. Ja, jetzt bröckelt die Gruppe so ein bisschen. Jetzt bröckelt die Gruppe so ein bisschen auseinander. Und damit bleibt Simon noch so leicht einigermaßen dran. Aber jetzt ist halt wirklich der Ofen aus. Das kann man wirklich so sagen. So, und jetzt versuchen wir hier mal irgendwie hochzukommen, ohne komplett den roten Balken auseinanderzunehmen.
Schwabe versucht noch dran zu bleiben. Hindley ist auch am Hinterrad. Giddich fällt jetzt auch zurück. Und vorne sind noch viele Fahrer dabei. Also da verpasst Simon so ein bisschen den Anschluss jetzt. So, Orbe kann jetzt wieder nach vorne kommen. Wie sieht es mit dem Rest aus? Wer kommt hier alles noch? Wo kommt das Feld? Das ist hier hinten unterwegs, aber da dürfen wir uns jetzt nicht drauf versteifen, irgendwie hier nach dem Feld zu schauen. Wichtig ist einzig und allein, was wir machen und wie wir hier über diesen Berg rüberkommen. Haritz Orbe ist immer noch dran, ja, während vorne sogar noch angegriffen wird. Also das sind unglaublich starke Fahrer, die hier noch Attacken setzen können. Muss man einfach so sagen. Michael Woods, der hat es jetzt gleich geschafft. Hat die letzten 100 Kilometer, also die letzten paar hundert Kilometer vor sich. Igor Anton kommt hier nochmal angeflogen, als wäre es das Leichteste auf der Welt. Dann kommt Machado, Van Endert, Pollank, Rojas, Sutherland, Cherrel und Seitz. Franchini, Lamartink. Und dann so langsam Jordi Simon zusammen mit Haritz Orbe. Also extrem schwerer Berg hier, der auch ganz schön seinen Tribut gezollt hat. 3 Minuten Vorsprung nur für Simon, also er hat hier gerade mal die Hälfte des Vorsprungs eingebüßt. Das ist heftig. Aber er kommt halbwegs lebend über den Anstieg und kann sich jetzt in der Abfahrt natürlich erholen. Selbiges gilt für Orbe, der vielleicht nochmal rankommen kann, um seinen Kapitän hier zu unterstützen, vielleicht doch noch Zeit gut zu machen. Also aktuell sind es 2,5 Minuten, die beiden Vorsprung haben, also die Simon Vorsprung hat. Wäre natürlich gut, wenn irgendwie nochmal eine große Gruppe hier draus werden würde, aber ich glaube nicht, dass das passiert. 60 Kilometer noch bis ins Ziel. Woods wartet jetzt schon auf Igor Anton, so ist es nicht. Aber was da jetzt noch draus werden soll, ich bin gespannt. So, Hals Orbe versucht hier wieder reinzufahren in die Gruppe. Und schafft das jetzt auch. Also Haritz Orbe, Giddich, Hindey und Jordi Simon. Das ist die Gruppe. Dahinter 2,5 Minuten zurück die Gruppe mit dem gelben Trikot. Und was ist denn hier passiert? Gab es da etwa einen Sturz? Das sieht sehr nach Sturz aus. Weil es stand da auch kurz, dass Michael Matthews zurückgefallen wäre. Weiß jetzt natürlich nicht, ob das... Ja, das sieht nach einem Sturz aus. Matthews kann auch nicht weiterfahren. Also es sieht so aus, als wäre Michael Matthews hier kurz davor, das Rennen aufzugeben. Aufgrund eines Sturzes. Das ist hart. 3 Minuten Vorsprung aktuell für die Gruppe von Jordi Simon. Das ist wiederum sehr gut, aber es ist auch noch weit bis ins Ziel. Das muss man sagen. So. Sollen wir jetzt noch auf irgendwelche Transfers eingehen? Ich glaube, das heben wir uns mal auf fürs nächste Mal. Das ist gerade einfach zu übertrieben. Und es geht ja die ganze Zeit hier noch bergab und bergab und bergab. Die Frage ist, schaffen wir es hier wirklich mit einem Vorsprung ins Ziel zu kommen? Hinter uns ist eine 8-Fahrer kleine Spitzengruppe. Zakarin Schachmann, Gegenhardt, Moscon, Marcinski, Thomas, Jungles und Nasen. Also 3 Fahrer von Sky mit dabei. Dann kommt Squeens, Feline, wahrscheinlich mit Mollema im Gepäck. So sieht's aus, also eine 22-Fahrer große Gruppe. Das sind die Gestürzten. Sagan und Martin sind dann noch zurückgefallen. Dillier kommt dahinter. Dann kommt hier eine Gruppe von, ja, eigentlich schon Bedeutungslosen, kann man sagen. Wo ist Alex hier? Ja, der ist ganz, ganz weit weg. Bei Gugar, Albasini und Co. Also eine ganz andere Baustelle. Immer noch 2,47 Vorsprung für die Gruppe mit Jordi Simon. Noch 36 Kilometer. Für uns vielmehr noch etwas mehr als 40. Also durchaus noch ein langes, langes Finish. 2,5 Minuten Vorsprung immer noch auf das Feld. Und hier unten ist die Bestätigung. Michael Matthews
muss das Rennen also aufgeben. Bitter für den Australier, auf jeden Fall. So, und Haritz Orbe, der fährt sich jetzt hier erstmal die Lunge aus dem Hals. Versucht hier die Gruppe auf Kurs zu behalten. Aber ich glaube, Simon muss mit durch die Ablösung fahren. Weil der Abstand, der schwindet. Der schwindet extrem. Squeens und Feline machen jetzt richtig Tempo für Mauke Bollemar. So sieht's aus. Und der hat heute noch was vor, wie es aussieht. Problem ist halt, wenn die Gruppe hier uns einholt, ne? Dann war alles für die Katze. Dann war alles egal eigentlich, was wir hier gemacht haben. Das ist halt so ein bisschen das Problem. 1,5 Minuten Vorsprung noch vor dem Feld mit den Favoriten. Eine Minute Vorsprung nur noch. Also der Vorsprung, der schwindet. Der schwindet extrem. Das ist leider so. Ist der Meinung, dass er nicht an der Reihe mit Führungsarbeit ist, aber war trotzdem die ganze Zeit vorne. Mhm. Lustiger Mann, auf jeden Fall. So, hier hinten. Ja, Quickstep und Trek machen jetzt halt übelst Tempo. Ist halt auch nicht mehr weit bis ins Ziel. Immer noch 1 Minute Vorsprung. Ungefähr. Der Vorsprung wird jetzt gerade sogar ein bisschen größer. Aber das ist eine Momentaufnahme. Und es kommt ja auch noch ein fetter Hügel. 10-Kilometer-Marke für Haritz Orbe und Jordi Simon. Tagessieg, denke ich mal, wird auf jeden Fall nichts. Denn da sind ganz, ganz andere vorne. Zum Beispiel José Joaquín Rojas und Jelle van Endert. Die sind gerade die Führenden. Dahinter Polank Woods, Anton Cherel und Machado. Dann Rory Sutherland. Dann die große Gruppe mit Fiu und Moreno. Und dann die kleine Gruppe mit Jordi, Simon und Haritz Orbe. Und so wie es jetzt gerade aussieht, wird das Feld die einholen. So sieht es gerade aus. Das wäre so bitter. 5,4 Kilometer noch bis ins Ziel. Ja, Orbe zieht hier durch. So ist es nicht. Versucht, den Vorsprung irgendwie noch aufrechtzuerhalten. 2,6 Kilometer vor dem Ziel. Geht es jetzt schon in die letzte Steigung? Es könnte sein. Ja, Jordi Simon muss jetzt irgendwie durchziehen. Genau, konter mal die Attacke von Bob Jungels, dann geht es hier gleich besser. Ist jetzt natürlich alles andere als sinnvoll. Aber um da mal ein bisschen mit Schwung in den Berg reinzugehen, war es schon gar nicht so schlecht. So, 1,4 Kilometer noch für Jordi Simon. Vorne gewinnt Igor Anton die Etappe. Ich halte es im Kopf nicht aus. Ja, und Simon wird eingeholt. Meine Güte, ist das bitter. Ist das bitter. Simon wird eingeholt und von allen überholt. Keine Zeit gut gemacht im Kampf um Gelb. Sehr, sehr bitter. So viel investiert und doch am Ende gar nichts gewonnen. Ah, ist das bitter. Da hört auch einfach die Musik auf zu spielen. Die hat da auch keinen Bock mehr drauf. So, Johan Jutarovic, locker im Zeitlimit angekommen. Welten ist der Letzte und auch der schafft es mit dem Zeitlimit rein. Also, Glückwunsch an Igor Anton.
dem baskischen Veteran, der hier also die Etappe gewinnt. Schöner Erfolg für ihn natürlich, den Mann von Dimension Data. Also Etappensieg durch Igor Anton, zweiter wird Michael Scherrel, dann Michael Woods, Jan Polanc, José Joaquin Rojas, Jelle van Endert und Thiago Machado. Bob Jungels wird 8., 9. André Seitz, 10. Kilian Franchini, damit ein Schweizer unter den Top 10. Der Gesamtwertung bleibt weiterhin. Jaron Thomas vorne, 18 Sekunden vor Bob Jungels und 24 vor Bauke Mollema. Gorka Izagirre auf 4, 5. Marc Soler, dann Ilnur Zakarin, Rafał Majka, Alexej Lutsenko, Rui Costa und Steve Cummings. In der Bergwertung führt weiterhin Daniel Moreno vor Romain Hardy und Jelle van Endert, Michael Woods, Igor Anton, Bert-Jan Lindemann und Pierre-Luc Perrichon sind mittlerweile auch wieder im Lostopf. Auch Michael Scherrel nicht zu missachten. Also da haben viele, viele, viele Fahrer ordentlich Punkte, sodass da also noch alles möglich ist. In der Punktewertung führt Arnaud Demar, darf sich also weiterhin über das schwarze Trikot freuen. 2. ist Bauke Mollema und 3. Bob Jungels. In der Nachwuchswertung führt Marc Soler vor Gianni Moscon und Maximilian Schachmann. Und in der Teamwertung führt das Team Sky vor UAE, Team Emirates und Movistar. Ja, und dann schauen wir natürlich noch, wo ist unser Spanier gelandet? Wo landete Jordi Simon? Er wurde heute 37. leider nur und verliert in der Gesamtwertung einen Platz, ist jetzt 16. Ganz knapp vor dem heutigen Etappensieger, ganz knapp vor Igor Anton, der sogar nächstes Jahr noch einen Vertrag hat. Lüll, in echt beendet er ja die Karriere. Ja, ärgerlich, schade. Sehr, sehr schade auf jeden Fall. Ich hatte gehofft, wir können heute vielleicht bei diesem Profil ein bisschen mehr rausholen, aber der zweite Berg, das war der Scharfsrichter und der war zu schwierig für Jordi Simon. Da haben wir zu viel Zeit verloren. Und wir haben es gesehen, die erste Gruppe kam an, die kam durch, aber wir leider nicht. Und das ist sehr, sehr, sehr schade. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Aber was willst du machen, ne? Da steckst du nicht drin. Und bei der nächsten Etappe gibt es nochmal eine richtige Bergetappe. Das ist dann auch zugleich die letzte Bergetappe. Wir haben uns ja die Strecke angeguckt von der Tour de Suisse. Dann gibt es noch eine flache und ein Einzelzeitfahren, das ebenfalls flach ist. Das ist also die letzte bergige Etappe dieser Tour de Suisse. Und wir schauen nochmal auf das Ergebnis der norwegischen Landesmeisterschaft. Sven-Erik Biström ist der neue Meister in Norwegen, der 26-jährige Fahrer von UAE, setzte sich durch gegen Torjus Sleen und Andreas Leknessund. Das waren also die nächsten Plätze hier bei diesem Rennen. Beide vom UNOX Norwegen Development Team. Ich bin mal gespannt, ob dann bei der Österreicher Meisterschaft eigentlich auch Fahrer von Austria Cars, von der Austria Cars Akademie dabei sind, ne? Müsste auch sein, oder? Naja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ciao!